War das gerade hier? Da sind die ganzen Menschen. Dabei gedacht. Was wolltest du erreichen? John, echt jetzt. Kann aber auch das jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Geh mal da, hast du was. Okay, dann geh mal dahin. Ja, cool. Warum krabbelt der in der Leiche rum? Mega gut ist. Jetzt haben wir die Tür für den Ausgang. Also den Schlüssel. Wir haben ganz viele Schlüssel, aber einer von denen ist der Schlüssel, den wir brauchen, um rauszukommen. When you reach level 5, find the ventilation hatch. Look for the hot pipe, but make sure it's the one with the warning label, John. Then open the top, be careful. Then you run back to me as fast as you can. As fast as you can, John, promise me. I promise. You've got this. You understand. You'll remember. Good boy. Das, was da eben drauf stand, das hat er als Kind dahingestellt. Interessant. Was ist das für ein...
getötet? What the? Deutet das richtig? Ist sie die Böse, die die ganze Zeit hier alles manipuliert und Medikamente verschwinden lässt und was weiß ich nicht alles? What Käse? Der eine oder keine. Gelb, rot oder grün? Ich nehme mal grün. Grün ist cool. Ist bestimmt falsch. Ist bestimmt rot. Weil da ein rotes Symbol rechts ist. Hier ist gerade ein rotes Kabel. Wrong one! Come on! Ich nehme mal gelb. Come on! Aber es ist bestimmt rot, weil da so ein rot. Ich weiß es nicht. Aber wir haben uns drei Möglichkeiten. Wrong one! Ja, okay, es ist wirklich der rote. Das rote Kabel ist also doch ein Indikator. Okay, Käse. Dann ist es der rote. Let's go. First try. Kann uns ja jetzt per se nichts mehr passieren, oder? Ich call es wahrscheinlich dadurch jetzt, dass irgendwas passiert. Aber wir müssen eigentlich jetzt bloß noch von Ebene 5 wieder in Ebene 1 und raus. Und wahrscheinlich, wenn wir feststellen, dass die Luft draußen wieder atmenbar ist. Weil er sieht doch älter als 20 aus. Also ich glaube, er sieht sogar älter als 30 aus. Und die ursprüngliche Prognose von diesem Meeting in dem War Room. Holy shit. Die war doch 20 bis 30 Jahre, bis es draußen wieder atmenbare Luft ist. Come on, John! Alter, diese Jumpscares, die sind. Mann, ey. Real. Ich habe echt zu lange gebraucht mit dem Drücken. Oh no! Oh.
Aber wenn es nur eingebildet ist, warum kann mich denn jemand greifen? Oder ist das Greifen die personifizierte Radiation? Dass ich nicht entkommen bin. Das muss ich ja nochmal durch den Jumpscare durch. Scheiße. Ich glaube, der wird mich wieder kriegen. Ich weiß zwar genau, wann er kommt und auch was passiert, aber ich werde ihn wieder erschrecken. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Come on, keep moving. Sogar eine andere. Das geht. Ich hätte gesagt, it's not real. Let me in peace. Thank you. Ich lasse den Cursor mal kurz da. Vielleicht kommt noch was. Aber die Musik hat sich ein bisschen beruhigt. Oder ist das Dramaturgie? Es wird gleich richtig knallen. Geht dann irgendwie ins Licht. Spit it out. 14 months at best. Margaret, where's the lived in? Achso. Ich verstehe. You never let it from Mrs. Harrison. Ich verstehe. Ja, krass. Sie hat die alle getötet, um sich und ihren Sohn ein längeres Leben zu geben. 20, 30 years. Do we have enough food? Russian. Got this. Good, remember. Good boy. Mom? Mom? Die Entscheidung, gehen oder bleiben, oder was ist das? Gehen, ja, war klar. Gehen, bleiben. Boah, ich weiß es nicht. Mama ist ein Arschloch.
Scheiße. Aber ich will schon gern wissen, wie es draußen aussieht. Wir gehen. Oder, Freunde? Lasst uns gucken, wie viele Jahre vergangen sind, wie es draußen aussieht. Hier drin ist eh alles scheiße. Also hier drin ist Strahlung hoch und wir können nicht woanders mehr hin. Wir können hier gerade nur sterben, also wenn wir bleiben. Und wenn wir gehen, haben wir vielleicht noch eine minimale Chance, dass draußen wieder alles funktioniert. Das heißt, wir gehen. Pomp. Und die Tür ist natürlich leicht zu öffnen. Aber gut. Hey, es ist grün. Vielleicht ist wieder Leben. Ah, wie am Anfang. Atmen. Das kann ich. Okay. Ja, cool. Sehr laut, ne? Ich sag gleich nochmal was. Kann ich da drüber reden? Ich weiß gar nicht genau, ob ich da drüber reden kann. Fühlt sich relativ laut an. Aber ja, hat mir insgesamt gut gefallen. Ist eine sehr ruhige Erzählweise. Ein guter Horror. Ebenso dieser Psycho-Horror. Okay, John war Adam Brown. Margarete war Sarah Green, Graham Fox, Jerome St. John Blake, Myers Ruffley, Richard Henders, Rachel L. Habib, Amber Doyle und Simon Sparks. Und eine ganze Menge Supporting Cast. Daniel O'Keefe sagt mir was. Kann ich aber auch wieder nicht zuordnen. Also, ja. Hat mich überzeugt. Hat mir gefallen. Ich finde wieder ein bisschen schade, dass ich nicht alles gefunden habe. Ich habe offensichtlich einen Raum übersehen, denn mir fehlt ein Computer. Mir fehlen natürlich mehrere Aufzeichnungen noch, also Zettel. Und ich glaube, zwei Figuren fehlen noch. Aber das ist eben das Problem, dass einige Sachen nicht funktioniert haben, weil man was anderes zuerst aktiviert hat und dann kommt man nicht wieder zurück. Aber ich werde den Rest, der mir jetzt noch fehlt, an Errungenschaften, die mache ich noch von dem Fall. Ja, also abseits des Let's Plays hier, werde ich mir einen Guide nehmen und dann den Rest machen. Ich hoffe, ihr hört mich, weil die Musik ist ziemlich laut. Aber ich möchte die Credits nicht unterbrechen. Ich mag die Credits gerne durchlaufen lassen. Rebecca und Marlene Plenderlays. Und Ian Plenderlays. Cooler Name, Plenderlays. Shot entirely on location at the Calvedon Hatch Secret Nuclear Bunker. Sehr cool, sehr cool. Last Chance Films.
Cloudtopia. Oder Cloudtopia. Das ist eben auch noch wichtig. Headgear. ...2016 Splendy Interactive The Bunker Productions Limited. Gibt's noch einen Epilog? Nee. Okay, Freunde. Oh nein, kann man echt nicht Kapitel auswählen? Ja gut, das werde ich rausfinden abseits des Let's Plays. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das Let's Play gesehen habt, wie euch der Film, in Anführungsstrichen, das Spiel The Bunker gefallen hat. Ich glaube, ich habe mich dreimal erschreckt im ganzen Spiel, das ist okay. Aber die waren auch doll. Die kamen halt so größtenteils out of nowhere, was halt auch letztendlich der Effekt eines Jumpscares ist, dass du den nicht erwartest. Aber ja, schön. Gut, Freunde, dann Werbung. Kurz nochmal am Ende, was als nächstes hier auf dem Kanal passiert. Erstmal schaut euch sehr gerne auch den Rest an, was noch so auf dem Kanal da ist. Wenn ihr, wie gesagt, Interesse an Full-Motion-Videos habt, da ist auf jeden Fall bis hierhin auf dem Kanal Erika. Und es werden auch im Laufe der nächsten Zeit, also die nächsten Jahre, wenn ich das alles mal noch so machen kann mit den Let's Plays, dann werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar. Wir werden auf jeden Fall die Ways Interactive-Reihe, die werden wir komplett spielen. Auch als Let's Play werde ich das aufbereiten jeweils. Vielleicht mache ich einiges im Stream. Und dann gibt es das im Nachhinein hier auf YouTube, aber ich möchte auf jeden Fall die komplette Ways Interactive-Reihe spielen. Wie gesagt, vielleicht das nächste Spiel von den Her Story-Machern. Vielleicht wird das auch ein LP. Und ja, ansonsten guckt euch sehr gerne das letzte vollständige Let's Play an. Das war Tell Me Why von den Life is Strange-Machern Don't Not. Und das war auch sehr schön. Das war ein wirklich schönes Spiel. Wenn ihr auf ruhige Erzählweise und sowas steht, dann guckt sehr gerne auch mal bei Tell Me Why rein. Ansonsten, das nächste Spiel, was hier auf dem Kanal kommt, wird wahrscheinlich eher wieder ein trauriges Spiel. Denn ich werde Best Month Ever spielen. Und da habe ich schon die Preview im Stream gespielt. Das heißt, wir werden die ersten vier Kapitel, die kommen aus dem Stream. Und die restlichen nehme ich dann ganz normal als Let's Play auf. Und da geht es um, ja, um die letzten, um den letzten Monat einer erkrankten Mutter, wie sie ihrem Sohn noch so letzte Weisheiten und sowas mitgibt, dass das ein anständiger Mann wird, auch ohne sie. Und man spielt so bestimmte Etappen auf diesem Roadtrip, den Mutter und Sohn erleben. Das hat mir bis dahin, wo ich gespielt habe, schon sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auf jeden Fall das direkte Folge-Let's Play zu The Bunker. Also Best Month Ever. Das ist, glaube ich, ein polnisches Studio. Da sehr gerne reingucken. Ansonsten werde ich euch dann am Ende von Best Month Ever wieder sagen, was als nächstes ansteht. Grober Plan ist A Little Nightmares 2 oder Paradise Lost oder irgendwas hatte ich noch offen. Two Brothers, A Tale of Two Sons. 3. Ich hab 4 oder 5 Spiele habe ich offen, die ich jetzt so als nächstes dann spielen wollte. Also, ja. Aber auf jeden Fall ist für euch erstmal wichtig, das nächste ist Best Month Ever. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mit The Bunker Spaß gehabt. Das heißt auf Deutsch übrigens Der Bunker. Und ja, wir sehen und hören uns bei einem der nächsten Let's Plays oder gerne im Stream auch auf twitch.tv/matzeoes, alles zusammengeschrieben. Kommt da sehr gerne mal rein. Ansonsten folgt mir auf dem Discord. Da gibt es auch Spieleabende. Wir machen immer mal wieder auch so Grüppchen, wo wir irgendwie was spielen. Sei es Browser-Games oder eben irgendwas auf Steam oder was weiß ich. Und ansonsten gibt es auch viele Diskussionsgruppen zu diversen Themen wie Wrestling, Comics, Filme, Serien, Sport und so weiter und so weiter. Und ja, das würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen Zuwachs kommt auf dem Discord. Ansonsten bis zum nächsten Let's Play, bei dem ich euch am Anfang wahrscheinlich nicht begrüßen werde, weil es halt aus dem Stream kommt. Aber das nächste Let's Play ist dann Best Month Ever. Und ansonsten schaut einfach auf dem restlichen Kanal gerne rein in die Playlist, was ich noch so gemacht habe. Da ist eine ganze Menge Zeugs da und sucht euch raus, was euch gefällt. Ansonsten vielen lieben Dank, bis ganz bald, Chaka und tschüss.